26.12.2016. Die Schranken sind geschlossen, weil ein Zug mit zwei rollenden Haartrocknern kommt. Ich muss jemand in ärztliche Behandlung bringen und zu dem Zwecke müssen wir nach Hamburg-Wilhelmsburg reisen. Wie so oft ist die Regionalbahn der schnellste Weg. Es geht durch das Morsumer Wäldchen und über den Hindenburgdamm, wo es heute viel Wasser zu sehen gibt. Nach wie vor fährt auch DB Regio mit den Behelfszügen, weil die Mary-Pair-Waggons des Landesbetriebs stillgelegt sind. Natürlich gibt es gewisse Einbußen, aber man ist alles andere als schlecht unterwegs damit. Aus dem gesamten Bundesgebiet wurden Ersatzzüge beschafft. Wenn man zum Arzt muss, soll man entspannt sein. Und dazu ist eine Reise durch Schleswig-Holstein nicht der schlechteste Weg.
Natürlich trinkt man auf solch einer Reise auch mal eine Tasse Tee, unterhält sich mit seiner Reisebegleitung oder liest ein paar Reihen. Deshalb entfällt auf dieser Reise die Wilstermarsch. Einer der großen Vorteile des Schleswig-Holstein-Tarifs ist der, dass die Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes im Fahrpreis inbegriffen sind. Zu den kleinen Merkwürdigkeiten des Notbetriebes gehört auch dieser Zug mit 3 oder 4 Erster-Klasse-Wagen, was eindeutig etwas viel ist. Nach etwa 80 HVV-Kilometern sowie Übernachtung und Frühstück ist alles erledigt und es geht wieder nach Hause. Wie man sieht, ist der National Express seines Schriftzuges an der Front beraubt. Als weitere Besonderheit empfiehlt sich die ER20, die auf der Strecke selten geworden ist. Bis auf allerlei kleine Defekte ist auch dieser Zug alles andere als unkomfortabel ausgestattet. Wie so oft wundert man sich, auf was man die Menschen alles hinweisen muss.
Bombardier hatte übrigens mit der 246 eine ähnlich leise Lok wie die ER-20 im Programm, die allerdings wie ihre Nachfolgerin die 245 durch die Bremswiderstandslüfter auffällt. Beim Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Hamburg gibt es einige interessante Fahrzeuge zu sehen, unter anderem auch einige alte E-Loks des Typs 103. Kupplungen wie diese wurden übrigens bei den Mary-Pair-Wagen beanstandet. Sie verbinden nicht nur die Lokomotive mit den Waggons, sondern auch die Waggons untereinander.
Friedrichstadt ist ein von Grachten durchzogenes Holländerstädtchen. Außerdem bietet sich Miniaturbahnfreunden die Anlage des Malermeisters Röckendorf in Friedrichstadt an.